Teejuk, Dankeschön für 10 geschenkte Subs, Mann. Holy shit, vielen, vielen Dank für deinen Support. Liebe geht raus. Ja, aber selbst beim Filmstudio beschweren bringt nichts. Weil das ist doch, also, wenn Paramount diesen Film rausbringt, ja? Einer hat das ja sogar sehr gut auf den Punkt gebracht, Leopold. Dankeschön für 55 Monate, Liebe geht raus. Der hat diese Clips gepostet, wo kurz einmal eine Szene zu sehen war, wo Romatra was eingesprochen hat, dann von Dilara, dann von Phil Laude und einmal von Chef Strobel. So, und dann hat er geschrieben, ihr müsst euch vorstellen, bei Paramount saßen irgendwelche hohen Tiere, die das abgesegnet haben und gesagt haben, ja, so bringen wir das raus. Ja, und die entscheiden, wer das macht. Und wenn die sich entscheiden, ey, wir nehmen lieber 4 Influencer, ja, die noch nie synchron gesprochen haben und lassen die unseren Film synchron sprechen und bauen da nicht irgendwie was ein von wegen, dass da irgendwie professionelle Coaches oder so an die Seite genommen werden, ja? Leute, die das gelernt haben, Synchronsprecher vom Fach, ja? Die denen dann helfen oder so, dass das eine entsprechend zufriedenstellende Qualität gibt, dann ist das deren Entscheidung. Am Ende muss ja Paramount damit klarkommen, wenn der Film vielleicht dann nicht so gut ankommt. Wir holen nochmal 2000 Level, Leute. Oder besser gesagt 1100. Dann kann ich nochmal Slots holen. Moin, Zilo Prime. Die hatten da sogar Coaches für, meinte Chef, ja. Reigns, ganz ehrlich, jeder von diesen Synchronsprechern würde, wenn jetzt angenommen, keine Ahnung, nehmen wir als Beispiel Monster Hunter, ja? Capcom ist auf der Gamescom. Wenn die jetzt angeboten kriegen, dass die auf der Gamescom 3 Tage moderieren und kriegen dafür 30.000 Euro als Beispiel, bezweifle ich sehr hart, dass das jeder Synchronsprecher ablehnen würde sofort. Da könnte sich jeder andere, der zum Beispiel streamt und Monster Hunter gerne zockt, auch drüber aufregen und sagen, der nimmt mir meinen Hack weg. So ungefähr. Also, ich verstehe das nicht. Ich finde es eigentlich ganz witzig, wenn bekannte Personen auch mal so eine Rolle synchronisieren. Knossi fand ich zum Beispiel, hat es echt gut gemacht. Ich fühle das einfach gar nicht. Also, ich sag ganz ehrlich jetzt, also in Bezug auf dieses Haten. Das macht für mich die Leute extrem unattraktiv. Aber die Synchronsprecher müssen dann auch blicken, dass sie sich selbst besser vermarkten müssen mit Social Media. Also Volvo Meister, ich habe ja auch gesehen, einige von denen machen ja selber YouTube und Twitch und so, ne? In der Hinsicht, also die haben das ja anscheinend schon gerafft so, ne? Aber wie gesagt halt, also da bleibe ich felsenfest bei dem Punkt, dass ich das absolut übertrieben finde und auch nicht cool, dass sie da so gegen die Leute schießen. Also jetzt hier Romatra, Dilara und so in dem Fall. Weiß ich nicht. Finde ich sau weird. Ja, das fangen jetzt auch viele Synchronsprecher an, nebenbei zu streamen. Ja,
So. Da könnte man sich ja doch genauso drüber aufregen, theoretisch. Also, ich verstehe den Sinn nicht dahinter. Die sagen, ja, das ist was, was man lernen muss und so. Ja, aber da könnte ja jeder Influencer genau das Gleiche sagen, der erfolgreich ist. Der könnte ja sofort sagen, ey, du hast wenig Zuschauer, du bist untalentiert. Warum streamst du? So ungefähr. Nee, denke ich auch nicht, dass das gut ist, also Reigns sich so auf Social Media zu geben, wie ich ja schon gesagt habe. Wenn ich jetzt ein Filmstudio wäre, ich würde immer einen Background-Check machen. Keine Ahnung, sagen wir jetzt mal Paramount und dann habe ich da so Synchronsprecher, die da so gegen schießen. Die würde ich mir gar nicht als Sprecher mehr holen. Weil ich mir denken würde, so ey, keine Ahnung, als wir hier eine Marketing-Aktion gefahren haben, um vielleicht mehr Reichweite auf einen Film zu bringen, weil wir vielleicht eher den Fokus auf mehr Reichweite legen wollen. Gibt ein neues Rätsel, ich weiß. Oh, ich muss den Dings aktivieren. Vor allem das Geile ist, ich kann jetzt gleich nochmal neue Felder anlegen. Hier die Kürbisse noch einsammeln. Das sind so die Bonus-XP. Gibt's nicht sogar einen neuen Zauber? Den hat bestimmt aber noch keiner geholt. Oder gibt's schon jemanden, der den neuen Zauber geholt hat? Moin, Tronic. So. Und moin, Merlin. Nine, moin. Du kannst nur den Strunk riesig machen, wo der Kürbis rauskommt. Banana King. Und Jokerman, Dankeschön für 8 Monate. Liebe geht raus. Dankeschön für die Follows, Leute. Ah, okay. Herzen gegen Mana-Regeneration. Okay. Yuki, moin.
Asael, moin, alles gut? Ich muss noch Lebensfrüchte holen. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen mehr angeln. Aber ich komme durch die Kürbis-Collection auf jeden Fall auch noch mal an Lebensfrüchte. Angeln oder Bossfarmen, ja. Das sind die beiden Optionen, die ich habe. Na gut, aber jetzt ist ja ein neuer aktueller Boss, ne, der die droppt. Also da ist, glaube ich, Angeln besser. Mit Angeln kriegst du auch mehr Grundmana, ja. Es gibt ja auch diese Element-Angeln, ne? Wie kriegt man die? Die Element-Angel? Muss man da irgendwie eine Angel mit einem Haken oder so zusammen craften? Also einem Tripwire-Hook? Ich hab nämlich hier einen. Craften, ja. Die muss ich wahrscheinlich eh danach neu verzaubern, ne? Ah, zwei Sticks. String, Eisennugget und Tripwire Hook, okay. Oh.
unidentifizierte Angel. Was muss ich jetzt machen damit? Der sagt immer nur hier. Zum Lootbox-Heini für 2k Level identifizieren. Kann ich ja nicht hier, ne? Der sagt immer nur das. Zehn Komponenten hat die. Ah, okay, da muss ich auf Spark warten, alles klar. Du musst die vom Craft Table reinschiften, dann hast du 11. Ja gut, jetzt kann ich es eh nicht mehr machen, ne? Oder doch, ich hab den Stuff. Wait, ich hab doch bestimmt hier noch die Dings drinne liegen irgendwo. Da. Kann ich doch nochmal eine craften. Ja, rausgeschiftet, so. Kostet ja nix, ne? Kann man ja easy nochmal dann machen. Ja, 2000 Level. Zack, Element Rod. Okay, zum Upgraden brauche ich 10.000 Level. Kann man noch nicht upgraden, weil die sonst zu stark ist. Okay, levelt man mit der schon sehr schnell, oder wie?
Go Not Home. Dankeschön für 18 Monate. Lohnt es sich, auf die Lure drauf zu machen? Lua braucht die auf jeden Fall, okay? Also ich mache hier ja geisteskrank Level, ne? Das ist ja crazy. Kürbisse spawnen sehr schnell, die Däne. Ich weiß halt nicht, wie viele Slots man haben kann. Ich erweitere immer jetzt, ne? Ich habe jetzt gerade 300 Slots nochmal dazu gekauft. Mal ebenso. Warte mal, das sind doch Dirt, ne? Ach du Scheiße. Das ist aber crazy, wie jetzt zum Beispiel ein Diamant ist überhaupt nichts mehr wert. Du gehst einfach ein paar Kürbisse farmen, hast du schon Diamanten wieder drin. Also ich kann mir jetzt hier Dia-Schaufeln ohne Ende machen. Das juckt mich gar nicht mehr. Ja, die Däne, die ist auch weiterhin OP. Ich habe aber die Kürbisfarm direkt unter meine Mobfarm gebaut. Das bedeutet also, wenn ich Kürbisse farme, läuft meine Mobfarm und produziert Knochen. Wenn ich dann hochgehe und Kelp abbaue an dem an meiner Nanofarm, wachsen die Kürbisse in der Zeit nach. Und ich kann ja auch noch weitere Kelp-Slots holen. Ich könnte, wenn ich wollte, mein Kelp-Feld noch richtig erweitern, ne? Ich kann noch Kelp-Slots holen, René. Ich weiß nicht, was das Maximum aktuell ist, aber ich bin bei Kelp-Slots noch lange nicht am Maximum angekommen.
So. Da kann ich jetzt schon mal die nächste Linie fertig machen. Mit Boss-Seelen kannst du in Kaktus-Klicker, wenn du zum Beispiel bei den Talenten dich verskillt hast, die zurücksetzen. Oder wir bringen jetzt auch noch in Zukunft rein, dass du Attribute zurücksetzen kannst. Oder auch Türme, die du platziert hast, wo du dich vertan hast. Damit kannst du quasi Fehler korrigieren. Mit Bosseln kannst du einzelne Talente zurücksetzen. Da kannst du einen Punkt rausnehmen. Moin, Champion. Wenn ich das Unique kriegen würde, das würde Tian und Wichtiger brechen. Das würde die richtig, richtig hart brechen. Also wenn das droppen würde, das wäre wirklich gottlos. Also da sage ich selber, das wäre wirklich richtig gottlos.
Moin, Riox. Alles gut? Oh, alles bestens, ne? Und hast du gestern mitgekriegt, wie Max seine 16.000 Level verloren hat? Was ist das Wochenende unterwegs? War aber klar. Ey, ich hab's ihm vorher noch gesagt. Ich hoffe, in seinem Chat waren so richtig viele nervige Zuschauer, die dann auch noch geschrieben haben und G-Time hat's gesagt. G-Time hat's dir die ganze Zeit gesagt. Ich hoffe, dass die Zuschauer dem so richtig auf die Nerven damit gegangen sind. Ich hab 3 oder 4 Mal gesagt, Max, gib die Level bitte aus. Gib die aus. Du stirbst, dann sind die weg. Der Clip ist so gut, hab ihn vorhin bei TikTok gesehen. Hat einer etwa meinen Tipp befolgt? Ich habe gestern noch gesagt, geht hin, wenn ihr auf TikTok schnell viele Views sammeln wollt. Einfach reinschneiden, wie ich sag, Max, gib deine Level aus, du verlierst die sonst. Und er sagt dann, ja, gleich, ich will das für die Hacke nehmen. Dann machst du von SpongeBob dieses ein paar Sekunden später rein und dann zack, Max fällt runter und rastet aus. Nur, man muss nur auf TikTok Trimax eingeben und schon hat man den Clip. Ist das gottlos. Gestern der Stream, das war schon legendär. Vor allen Dingen, wie ich noch um 2 Uhr in der Nacht übelst Fitner gestiftet habe. Das haben die meisten Leute wahrscheinlich, weil die pennen gegangen sind, gar nicht mitgekriegt. Ich habe hier wortwörtlich fast einen Krieg entfacht. Ja, war geil. Ey, ich habe so Fitner gestiftet. Vor allem das Geilste war noch, wie einer in den Stream kam und geschrieben hat, irgendwie geht wichtiger die ganze Zeit als der große Gewinner aus der ganzen Sache raus. Und ich habe nicht mal eine Minute gebraucht, um das ganze Geschehen wieder umzulenken.
Geil, Stufe 30. So, schon mal hier direkt die nächste Bahn vorbereiten, Leute. Das geht jetzt ruckzuck hier. Oh. Zack. So, da mache ich noch mal ein bisschen Dings dort draus. Ah, scheiße. Server bei CC laggt. Moin, moin. Ich glaube, da hat wer kein gutes Internet. Weiß ich nicht, Markus Schenk, ich ignoriere das eigentlich in der Regel, wenn die Leute reinkommen, weil die meisten, selbst wenn denen ihr Internet am Laggen ist und scheiße ist, für die ist das immer direkt dann der Server. Deswegen gehe ich da gar nicht drauf ein, weil ich kann es halt gerade gar nicht wissen, weil ich ja jetzt hier bin, ne? Was soll ich da sagen? Dann habe ich jetzt gleich 900 Kürbisse schon. Ich bin gespannt, wie hoch es geht. Also ich kann mir vorstellen, dass Spark irgendwie sowas wie 1500 oder so gemacht hat, je nachdem.
So. Wait, hier haben wir noch die. Da kann ich jetzt nämlich wieder Dings draus machen. Zack. So, und dann mache ich... Ah, warte mal, nee. So. Oh, alright. Haben wir wieder Dirt. Bei uns gab es noch gar nichts zu Mittag. Mittag gibt es erst in der Stunde. Und heute gibt es Thunfischpasta. Was geht denn da schon wieder ab, ey? Versuchen, das Rätsel zu lösen. Ah, okay. Ja, René, ich find's eigentlich auch ganz geil. Das macht auch irgendwie das Projekt so ein bisschen aktuell aus, ne? Dass das was sehr Exklusives ist in der Hinsicht.
Ich muss Bone Meal holen, auf jeden Fall. Aber das ist schon krass, wie viel Kürbis ich jetzt habe. Ja, finde ich auch, Cooper. Ich baue die auch nach dem Schema wie in Hypixel, weil das war ultra strong dort. So die Kürbisfarm zu bauen. Ich konnte die dort nur nicht so schön bauen, weil da gab es nicht diese geilen Blöcke. Nein, nein, ich spiele gar kein Hypixel Skyblock mehr. Nor Kunga. Wir haben ja unser eigenes Netzwerk und da stecke ich jede freie Minute rein, ne? Also das Ziel sollte eher sein, dass wir was Eigenes auf die Beine stellen. Weil da haben wir dann auch viel mehr Einfluss drauf, ne? So, jetzt machen wir erstmal Slabs noch. Was kann ich hier noch reinpacken? Das brauchen wir auch nicht mehr. Da habe ich noch Slabs. Slabs. Daraus machen wir nochmal welche.
So, bauen wir jetzt nochmal hier wieder weiter ab. Da können wir schon fast die nächste Linie machen hier. Ich glaube, ich habe sogar noch mehr als genügend Slots übrig. Ja, ja, ich habe von Tian die Slots bekommen. Ich habe 900 Slots, ich habe aber auch noch 70 von Tian, also ich bin jetzt knapp bei 1000. Die ich abgebaut habe, das sind zwei Stück, Digi. Also. So, hier kommt dann der nächste Dings hin, ne? Oh. Ich glaube, ich muss einmal Dirt abbauen. Zu viel hier. Weil hier kommt noch eine Wasserdings hin. Egal, halb so wild. Machen wir ganz easy so. Oder wait, hätte ich nicht sogar so machen können? Ja. Hey, das geht ja sogar viel schneller. Oh, ich muss Wasser machen. Greisi, Meisi, moin, alles gut? So, dann machen wir daraus jetzt erstmal Dings. So. Moin, Tom, alles gut? Und Palu CR, moin!
Ja, und selber alles bestens. Danke, danke. Digga, wie weit fliegen die denn teilweise weg? Ne, Klaas. Hab ich nicht. Rausgeschmissenes Geld. Klaas, an der Stelle kann ich dir was empfehlen. Mein Partner Hupsi, der verkauft nämlich Leberkäse im Glas, ja? Also für alle Leute, die auf Fleischkäse, Leberkäse stehen, ja, einfach mal Ausrufezeichen Hupsi eingeben. Mit dem Code GTIME5 gibt es sogar nochmal 5% Rabatt on top. Leberkäse im Glas, ein Jahr lang haltbar. Richtig geil, ja, Metzgerqualität. Einfach Deckel abschrauben, 180 Grad im Ofen einstellen. Und für eine halbe Stunde das Glas rein und ihr habt einen fertig frisch aufgebackenen Leberkäse. Gibt richtig geile Sorten. Almhütten zum Beispiel ist mit Speck und Röstzwiebeln, ist meine Lieblingssorte. Es gibt aber auch Pizza, Chili, Chili-Käse, Habanero. Es gibt den König Ludwigs Leberkäse. Es gibt den Original-Bayerisch-Leberkäse. Es gibt einen Veggie-Leberkäse. Es gibt sogar High-Protein-Leberkäse, Kalb, Pute. Es gibt alles Mögliche. Einfach Ausrufezeichen Hupsi. Preis ist auch absolut in Ordnung. Also Preis-Leistungs-Verhältnis, finde ich, ist wirklich richtig, richtig gut. Und ja, wenn ihr irgendwie Vorschläge braucht, Beratung, wie auch immer, meldet euch hier. Haben schon richtig viele Zuschauer von mir bestellt. Wie ein Jahr. Ja, die sind im Einmachglas. Das kannst du auch gleichzeitig in den Ofen stellen und aufbacken und die sind ein Jahr lang haltbar. Hab schon bestellt. Hoffe, es kommt die Woche. Bin gespannt, wie es schmeckt. Also, Bodo Kator, ich kann sagen, eigentlich alle Zuschauer bis jetzt, die bestellt haben, die sind alle hier in den Chat gekommen und haben gesagt, G-Time, das ist so ein geiler Partner. So. Dirt it. Gravel. Zack. Oh, wieder hier so. Mein Hupsi kommt wohl morgen, bin gespannt. Ich auch, René. Also lasst ruhig gerne, wenn ihr probiert habt, das erstmal dann Feedback hier, ne? Klar muss man natürlich sagen, nicht jede Sorte gefällt jedem, ne? Minigun zum Beispiel hat, glaube ich, den Bayerisch dicht gemacht. Den fand er nicht so geil. Chili Cass hat er, glaube ich, dann sehr gefeiert. Und Habanero, weiß ich jetzt nicht, wie sehr Minigun Habanero gefeiert hat. Er sagte nur, der ist geisteskrank scharf. Also der wäre jetzt für normale Schafesser vielleicht sogar zu heftig. Aber gut, die wollten ja auch einen haben, der sehr, sehr scharf ist. Weißt du, wie lange der Versand dauert? Mini, wie lange hast du beim letzten Mal jetzt gewartet? Hat er denn wenigstens geschmeckt, Mini?
Aber wie kann ich mir das von der Konsistenz vorstellen? Glaube maximal eine Woche. Naja, Tim Tactics, hast du schon mal gesehen, wie ein Fleischkäse im Rohzustand, bevor der gebacken wurde, aussieht? Dann hast du halt so eine pinke Fleischmasse. Soll ich das sonst sagen, ja? Du hast halt so eine Fleischmasse. Der ist in so einem Glas. Du kannst sogar auf YouTube Hupsi Leberkäse eingeben. Da gibt's ein Video von Hupsi selbst. Du hast einfach so ein Glas, ne? Da ist so eine Leberkäse-Masse drinne. Da schraubst du den Deckel auf, machst den Ofen 180 Grad, stellst das Glas rein. 30 Minuten hast du einen Leberkäse. Da kannst du einfach aus dem Glas rauskippen. Und der hat halt Metzgerqualität. Also du kannst das nicht damit vergleichen, diese Fertigscheiben, die du zum Beispiel im Kühlregal bei Aldi oder so kriegst, ne? Ja, genau, die Gläser sind feuerfest, also hitzebeständig. Da kann nichts passieren. Also ich habe schon mehrere gemacht, die kannst du in den Ofen, die sind hitzebeständig, die Gläser, die halten das aus. Es gibt auch zum Beispiel Senf von Hupsi, die haben auch noch Suppen und sowas. Wenn ihr irgendwie Beilagen wollt, die bieten sogar Kartoffelsalat und so an. Könnt ihr euch einfach umschauen auf der Seite. Ich denke, die werden auch jetzt noch in den nächsten Monat ihr Sortiment weiter erweitern. Ich hoffe, der Habanero brennt mir alles weg. Also Minigun isst sehr gerne scharf. Und er hat gesagt, er ist sehr scharf. Weil die auch die Kerne mit drinne verarbeiten im Habanero. Ich habe gut geschlafen, ja, und selbst? Welchen kannst du empfehlen? Also ich finde den Almhütten am besten. Der ist mit Röstzwiebeln und Speck, weiß ich. Und ich fand Pizza sehr geil. Pizza ist sehr würzig. Wer mir auch gut gefallen hat, war der Cass, muss ich sagen. Der hat mir auch gut gefallen. Ich fand sogar die, es gibt einen Veggie und Veggie Cass, glaube ich. Den fand ich auch ziemlich geil. So.
Ja, René Häusel, ich habe letztes Jahr in meinem Open-End-Livestream eine Habanero gegessen im Stream, weil ich so ein Glücksrad gemacht habe. Das mache ich nicht nochmal. Ich habe das auch, sage ich ganz ehrlich, völlig unterschätzt, wie sehr sich Schärfe auswirken kann. Also das war wirklich... Das war wirklich dumm. Das war wirklich, also, das sage ich selber, das war wirklich, wirklich extrem dumm, dass ich das gemacht habe. Ich hatte auch so Magenschmerzen davon. Also, da muss man wirklich vorsichtig rangehen. Schärfe. Ich habe letztens auch gelesen, die Carolina Reaper ist nicht mehr die schärfste Chili, die es gibt. Da wurde ja jetzt schon wieder was Neues gezüchtet, was noch schärfer ist. Moin Saskia, alles gut? Wie viel ist da drin pro Glas? Leute, hat jemand gerade die Angabe, wie viel da drin ist? Also was man halt nicht vergessen darf, das backt auf, ne? Also der Fleischkäse, der wird richtig groß. Der reicht locker für 2 Personen. Also selbst Julia und ich können zusammen davon essen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jemand bin, der wenig isst. Sieht man mir ja, glaube ich, auch an, ne? Stimmt, hab's gegoogelt. Chili X ist nun die schärfste mit 2,7 Millionen Scoville, ja? Weiß ich, lass es dir schmecken. Ich hoffe, du wirst zufrieden sein. Isst du gerne Indisch? Boah, ne, bin ich gar kein Fan von. Also so Curry oder sowas esse ich schon gerne. Ein geiles Curry, da sage ich nicht nein, ne? Aber das muss halt, also Curry ist für mich so... Ich rede jetzt nicht von einem Curry, was jetzt so ein gelbliches, wo Früchte drin sind und so, ne? Was ich zum Beispiel sau gerne esse, das mache ich auch selber immer, so Thai-Curry-mäßig. Ich nehme dann Hühnerfleisch, brate das an und dann kommt da halt ganz viel Gemüse dazu. Möhren, Paprika, Zucchini, später sogar noch Blattspinat und so. Boah, das ist so geil. Ich mag das richtig. Und dann kannst du da so mit so einem Brot reindippen in die Soße. Aber da musst du auch richtig geil so Chili rein. Okay, Farmslots sind aufgebraucht. Hab's mir jetzt auch bestellt. Gamer, lass es dir schmecken. Ich hoffe, du wirst auch zufrieden sein. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Also ich habe, bevor ich Hupsi überhaupt hier empfohlen habe, selbst getestet. Ich habe mir von denen was zuschicken lassen. Gerade als Koch, da habe ich ja auch einen Ruf zu verlieren. Gibt's irgendwann auch wieder Koch-Streams eigentlich?
Tegeika. Also, ich wollte dieses Jahr eigentlich zu meinem Open-End-Livestream, also, ne, ich nenne das immer Open-End-Livestream, so habe ich das vor Jahren genannt. Und dann haben sich immer mehr daraus diese Sabatons bei den Leuten gebildet. Aber ich habe da damals, also mit ja quasi schon, ich habe schon diese Open-End-Livestreams gemacht, da gab es kaum Sabatons auf Twitch. Also da hat das so gut wie gar keiner gemacht. Da war eigentlich meine Idee, weil ich will immer den Leuten was geben, wo die ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, bisschen mehr von haben, als wenn die jetzt einen Sub raushauen und die Zeit verlängert sich. Und meine Idee war eigentlich dieses Jahr, dass ich so, wir nennen das immer Fresskörbe, so einen Geschenkkorb fertig mache, wo ich zum Beispiel Gulasch im Einmachglas und sowas fertig mache und den Leuten, meinen Top-Donatern dann so einen Fresskorb zuschicke, wo ich dann auch wieder Nussecken backe und so, wo halt so eine riesen Auswahl an Sachen ist, die ich selber gekocht und gebacken habe. Da muss ich aber mal schauen, weil das Problem ist, es kann sein, dass ich dafür dann auch entsprechend Lizenzen und so brauche. Und je nachdem, ja. Wenn ich das machen kann, dann wollte ich auch Koch-Livestreams machen und so. Dann haben die Leute auch was davon, wenn die mich unterstützt haben. Das Ding ist halt, du kannst im Einmachglas halt richtig geile Sachen den Leuten machen, ne? Ich könnte zum Beispiel sagen, ich mache irgendwie drei Hauptgerichte. Weiß ich jetzt nicht. Ein Curry, eine Chili con Carne und einen Gulasch. So, zack. Dann packst du noch Nussecken rein. Dann machen wir noch irgendwie, weiß ich nicht, Bratapfel, Zimt-Bratapfel-Muffins. Wir haben so Jumbo-Muffin-Form. Da können wir so einen dicken Muffin jedem reinpacken. Weißt du, da kannst du so einen richtig geilen Korb zusammenstellen. Und dann kriegen die Leute auch richtig was, ne? Dafür geboten, dass sie unterstützen. Hast du deine Rezepte wo online? Nein. Ich koche auch nicht nach Rezept. Also Gulasch würde ich jetzt einfach aus dem Kopf kochen. Zum Beispiel das, was ich bei Trimax gemacht habe. Max hat ja gesagt, das hat so Vibes gehabt, als er es gegessen hat. Da sagte der so, ja, das schmeckt, keine Ahnung, wie wenn ich jetzt hier, ich fahre mit meinem Auto übers Land und dann sehe ich da so eine dicke, so eine Jägerhütte, so ein 4-Sterne, 5-Sterne-Restaurant, wo die so ein ultra krass nobles Gulasch verkaufen, so ein Wildgulasch. Das Ding ist, ich kann euch sagen, warum das so geschmeckt hat. Das lag einfach daran, was für Zutaten ich kombiniert hatte. Und ich habe zum Beispiel statt Rotwein, habe ich bei dem Gulasch Portwein genommen. Dadurch hat die Soße sehr kräftig geschmeckt. So, und da musst du halt gucken, da fängt es schon an, was für eine Marke von Portwein nimmt man, ne? Weil da gibt es schon gravierende Unterschiede im Geschmack. Und also ich persönlich finde, also meine ehrliche Meinung, die meisten sagen, man merkt das vielleicht nicht ganz so krass. Man kann auch Billigwein nehmen und so. Ja, ich würde jetzt auch nicht unbedingt den teuersten Wein für eine Soße nehmen. Aber ich finde schon, du schmeckst den Unterschied, ob du jetzt einen Wein nimmst, der auch wirklich einen vernünftigen Geschmack hat, oder ob du da irgendeine Plörre reinballerst. Du hast ja sogar erstmal eine Paste gemacht. Ja, genau. Ich habe selber erstmal so eine Gulaschpaste gemacht. Quasi, das ist auch eine Sache, da steht und fällt ein gutes Gulasch mit. Die Leute holen ja meistens im Supermarkt, kennt ihr ja vielleicht diese gut und günstig Sachen, ne? Paprikagewürz. Das macht einen riesen Unterschied, ob ihr ein gutes oder ein schlechtes nehmt. Das macht einen gewaltigen Unterschied. Ich sag das so, wie es ist. Ich weiß, die sind jetzt kritisch. Ankerkraut. Weiß ich absolut, ne, wegen Nestle und so. Bevor Nestle aber Ankerkraut übernommen hat, hatte ich von denen Rauchpaprika.
von Ankerkraut, das ist geisteskrank gut gewesen, Rauchpaprika. Das konntest du so gut in einem Gulasch verarbeiten, weil das geil ist, du hattest halt diesen rauchigen Geschmack noch mit dabei. Deswegen habe ich auch sehr gerne für Gulasch Rauchpaprika-Gewürz genommen, statt einfach nur Paprika. Creative Dreamer, Dankeschön für 6 Monate. Liebe geht raus. So, und das Wichtige ist halt, ihr müsst das Gewürz gut anschwitzen, ne? Also ihr dürft es nicht anbrennen lassen. Und dann muss das halt unbedingt, ganz wichtig, mit ein bisschen Zitronensaft und Weißweinessig abgelöscht werden. Weil das gibt dem Gulasch die Säure, die man braucht. Sind schon wieder gut gewachsen. Guckt euch mal an, wie meine Level abgehen. Nein, ich gehe auch jetzt nicht zu Trimax rüber. Das macht keinen Sinn. Das Ding ist, ich kriege da auch nicht das Dings, das Item, glaube ich, raus. Der nächste Slot kostet mich, glaube ich, jetzt 9.000. Ja, die Jacke für Trimax ist schon längst ready. Wie ist die IP-Adresse von deinem Server, G-Time? Ausrufezeichen IP.
Ich möchte auch nochmal erwähnen, das ist auch mit Max sein Server, ne? Also auch wenn Max sehr, sehr, sehr unzuverlässig ist und sich nicht regelmäßig meldet und so, muss man halt ganz klar sagen, ohne Max seine finanzielle Unterstützung, gerade in der Entwicklungsphase des Netzwerks, wären wir halt niemals, niemals so weit gekommen, wie wir jetzt sind, ne? Und auch wenn Max unregelmäßig Werbung macht, darf man halt nicht unterschätzen, was seine Werbung für einen Impact hat, ne? Ich habe jetzt auch mal angefangen, Kaktusklicker zu spielen. Das macht echt Spaß. Ja, wie gesagt halt, ne? Also ich will auch gar nicht sagen, dass der Modus perfekt ist. Ich weiß, der hat definitiv seine Macken. Also alleine schon das Craften von Equipment wird irgendwann so teuer. Also das haben wir auf dem Schirm. Das wird sich in der nächsten Season ändern. Also, ich will einfach nur sagen, ihr müsst wirklich die Geduld mitbringen, ne? Also, wir haben das auf dem Schirm, wir wollen das ändern und so, aber das braucht seine Zeit, wenn wir das ordentlich machen wollen. Das Problem ist, in Kaktusklicker geht halt eben nichts einfach mal eben so schnell, ne? Ich weiß, wenn man jetzt hier zum Beispiel auch bei Elements sieht, wie schnell Spark Sachen ändert und so, das ist auf dem Netzwerk von so einer Größe nochmal eine ganz andere Hausnummer, ne? Also, nur mal ein Beispiel zu nennen. Also, keine Ahnung. Sowas wie mit den Slots hier, mit dem, wenn du die Kürbisse abbaust, dass du dir die Slots kaputt machst und so. Das könnten wir zum Beispiel in Kaktusklicker niemals in der Form bringen. Da würden uns die Leute an die Gurgel gehen. Wenn die ihre Slots verlieren würden, wenn die aus Versehen die Pflanze abbauen oder so. Da würden die Leute sofort sagen, ey, das ist voll doof gemacht. Also jetzt, ne, ich will jetzt nicht Spark seine Arbeit hier kaputt reden oder so in dem Sinne, aber ich denke, da würde jeder mir übereinstimmen, wenn ich sage, dass das auf dem Netzwerk so in der Form würde das niemals funktionieren. Ne, und da haben wir von Haus aus, müssen wir halt viel mehr Vorarbeit betreiben, wenn wir sowas releasen wollen, weil wir müssen dann halt immer gucken, dass die Sachen auch möglichst vernünftig für die Spieler umgesetzt sind. Ich freue mich schon sehr, wenn Season 3 losgeht. Oh, schnell hoch. Ich überlege echt, ob ich mir jetzt bald mal ein Konduit hier hin baue. Ja, genau, Teasy. Also deswegen funktioniert Elements auch überhaupt sehr gut, ne? Muss man halt klar sagen. Weil das halt wirklich, du hast halt eine kleinere Gruppe. Spark kann uns ja auch gezielt sagen, ey, das und das funktioniert so, macht das bitte nicht so, sonst verliert ihr das Item und so. Aber das würde halt so in Kaktusklicker kannst du das nicht machen, wie du sagst, ne? Ist halt eher auf den Endkonsumenten ausgelegt. Die nächste Season geht zwischen November und Dezember los. So gegen Ende November, Anfang Dezember rum. Wir haben die 4 Monate verlängert, die aktuelle Season. Weil wir in Season 3 ein riesen Update bringen werden. Also das ganze Rüstungssystem für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, das wird sehr Diablo-like mäßig werden. Also mit random Modifier drauf. Aber ein bisschen intelligenter das Ganze als in Diablo. Also no front an Blizzard. Aber du wirst halt nicht Items kriegen, die komplett wertlos sind. Sondern die Modifier, die da random drauf rollen, die werden schon gewissen Sinn immer haben. Nee, es gibt keine Respiration. Thank you.
Ist das eine Kacke. Boah, dieses mit dem Tauchen, das ist wirklich grauenhaft. Ich habe schon so oft aus Versehen Kelp mit abgebaut, also die Hauptpflanze. Ich glaube, ich ernte gar nicht mehr unten ab, also so weit. So. Jetzt haben wir wieder hier ein bisschen noch. Sehr schön. Oh. Müssen wir freibuddeln noch, dann habe ich hier nämlich meinen Durchgang. So. Gorni, moin! Oh, ich muss doch den Dings umstellen. Guck, ich habe schon wieder fast 10.000 Level jetzt. Alles frisch, ja, und selbst? Slamorox, um 8:30 circa bin ich aufgestanden. Nein, nein, wichtiger ist gerade aktuell erster in den Kürbissen. Der konnte aber auch die ganze Nacht die Farm und so mit ernten. Von mir. Und man muss dazu sagen, er baut ja auch mit Fabo zusammen, ne? Also ich finde, dafür, dass die beiden zusammengespielt haben, habe ich gestern eigentlich gut noch gegenhalten können. Spielst du nicht auch zusammen mit Max? Ja, gut, du kannst halt nicht so zusammenspielen wie die beiden, ne? Ich krieg keine XP und so, wenn ich bei Max abfarme. Das lohnt sich kaum. Was wollte ich jetzt machen? Ach, genau. Perfekt. 250 weitere Slots? Holy! Ja, das bedeutet, dass jetzt meine Kürbisfarm sich signifikant vergrößern wird. Hä? Aber ich war doch schon auf... Ich war auf 900 und er hat mir 100 nur gegeben, ne? Kann das sein?
Wichtiger hat die ganze Nacht durchgefarmt. Ach, der nächste ist 250. Ich glaube, die nächste werde ich auch anfangen, oben drauf zu zimmern. Ich finde aber 25.000 für das Unique bei Kürbis ist irgendwie ein bisschen läppsch. Wichtiger left the game. Wichtiger left the game. Ich feier das. Ich feier das. Der ist, wichtiger ist jetzt so im Bruch. Der ist doch, seid ehrlich, der ist doch komplett, der ist komplett gebrochen jetzt, oder? Plus 25% Farming XP. Ist das krank. Die Starken einfach noch stärker machen, so ungefähr, ne? Was war denn los? Wichtiger war die ganze Nacht mit Tian auf und hat Kürbis geerntet, in der Hoffnung, den, das Unique gedroppt zu bekommen. So, und jetzt gerade hat das Unique aber Fuchsel bekommen, die schön schlafen gegangen ist. Dann ist sie irgendwann so gegen 12 eingetrudelt und hat das Unique bekommen.
Viel zu OP. Oh. Ich muss sogar noch mal ein paar Seeds holen. Ach, guckt euch an, wie geil das ist. Boah, da kriegt man richtig die Hypixel-Vibes. Guck mal, Fabo ist auch gegangen. Nee, ist wieder da, okay. Ich dachte schon, der ist jetzt auch gebrochen. Schon sagen, ey, was ist los, ey, wegen einem so einem Unique. Kann nicht sein, dass die alle hier im Bruch sind. Der wurde von Spark gekickt, okay? Ja, natürlich, Woody Artex. Hier werden keine halben Sachen gemacht.
Also mein Call ist, dass das Unique gar nicht mal so sinnvoll ist. Guck mal, du kannst dann gar nicht in der Zeit diese Phantomträne haben. Und wenn du irgendwann eine Farm hast, die so riesig ist, dass alles nachspawnt in der Zeit, wo du eine Ebene abgefarmt hast. Ich weiß ja nicht, wie hoch die Slotanzahl ist, ne? Aber wenn du das irgendwann hast, was juckt dich dann dieses Unique? Du willst dann doch durchhasseln hier wie ein Geisteskranker. Das ist auch nur für Kürbis-XP. Ja. Ich bin deswegen gestern auch gar nicht wach geblieben, weil dieses Random Unique, das juckt mich gar kein bisschen. Ich muss hier. Okay. Gerade VOD geguckt, wichtiger so gebrochen, Fabo schön rein in die Wunde, sehr geil. Ich werde Fabo sagen, dass er mir auch sehr sympathisch ist. Sky, also du hast halt wirklich, glaube ich, noch nicht verstanden, wie mächtig du bist, ne? Doch, jeder will was von dir. Fabo und Michiga haben mich auf WhatsApp zugeschrieben, Digga, dass sie irgendwie was brauchen. Moin! Ja, moin. Hi. Ja, moin. G-Time, ich hab jetzt und Fuchsel, wie fühlt sich das an? Boah, also... es ist schon lustig, aber... Wichtiger als halt trotzdem, wer verdient so immer die ganze Nacht wach, hab 35.000 abgebaut, ich hab 3.000 abgebaut. Das ist so geil, dass du das gekriegt hast. Ich enjoy das richtig. Was ist das für ein Item, Fuchse? Also wie heißt das? Ja, Kürbis-Essenz plus 25% Farm-XP für Kürbis. Und was ist das für ein Kürbis? Das ist einfach ein Pumpkin-Pie-Ding. Ah, ja. Ey, Fabo! Ich wollte noch mal sagen, dass du mir übelst sympathisch bist. Warum? Guck mal, du spielst mit Wichtiger, ne? Seit Beginn dieses Projekts. Ja. Und ihr habt richtig zusammen geteamt, ja? Dann hat er die ganze Nacht gefarmt. Das ist dein Mate, ja? Ja. Und dann kriegt Fuchsel dieses Item
und du gehst richtig schön rein in die Wunde bei ihm nochmal. Das ist geil. Das ist geil. Hey, was hast du gemacht? Das ist Effort, ich hab den so zu sagen. Ich glaube, er ist vielleicht sogar auch wegen mir offline gegangen. Okay, also nicht wegen mir, puh. Was ist ja, aber es ist doch todeslustig, oder nicht? Ja, ich find's geisteskrank lustig. Ich find das, also ohne Witz, ohne dass jetzt Tian oder wichtiger böse gegenüber zu meinen, aber ich hab's richtig gegönnt, dass Fuchsel das gekriegt hat. Ich hab die ganze Zeit beliebt, dass irgendeiner, der richtig wenig abgebaut hat, das einfach gedroppt kriegt. G-Time, du wirst kaum glauben, aber selbst ich hätte es lustig gefunden, wenn jetzt, ich hab auch schon überlegt, ob RGB das einfach so zieht, aus Versehen. So, ich find's richtig geil sowas, also ich find sowas lustig. Aber es ist halt natürlich Pain. Es ist ultra pain. Es ist ultra pain, aber ich finde es lustig. Also, ich bin da jetzt nicht angekratzt, deswegen. Aber wenn ich 33.000. Ich habe 10 mal so viel abgebaut. Ich finde halt, mein Chat nicht lustig. Der hat halt einfach das Doppelte von mir nochmal abgebaut. Das ist halt krass. Genau, das Zehnfache von Fuchsel. Hat ja nichts mit ihm zu tun, aber es ist einfach, die Situation ist einfach extrem. Das wäre auch lustig gewesen, wenn Trimix so viel abgebaut hätte und es nicht. Ja, ist scheißegal, wäre. Also dann wäre sogar noch lustiger gewesen. Du Halbzwilling, boah. Könntest du mit mir so bald ein bisschen trade? Ich hätte schon wieder eine Sidequest, ich dreh durch, Mann. Ich will doch einfach nur meine... Ein bisschen. Ich brauche Deathstrider. Nee, also ich muss jetzt erstmal XP sammeln, bis ich so eine eigene Hake habe, sonst dreh ich durch. Ich brauche hier mit einer Steinhake ab. Also... Warum? Soll ich dir eine kaufen? Erklär mir mal diese Farmslots. Ja, du kannst nur... Halt so viele Farben, du hast so viele Seeds, kannst du platzieren. Ja, komm, weißt du was, Halbzwilling, dann mach ich das. Ja, du kannst dir immer wieder neu kaufen im Shop. Also, ich hab einfach 99 platziert und beim 100. hat er mir dann gesagt, nee, weißt du was, du hast nicht mehr genug Punkte. Willst du die unplayable einfach? Ich sag, das ist schlechteste Spielmodus der Kommst Welt. Du kurz zum Hub? Ja, ich komm. Dann machen wir das gleich so. Ich möchte nur von dir Deathstrider auf Max. Und danke, Schatz. Oh, lecker, Leute. Ey, ich würde ganz gerne mir gleich die Slots für 10.000 holen, die 250. Weil das würde meine Farm wahrscheinlich direkt um 3 Bahnen vergrößern. Das wäre schon ein huge Update, Leute, ne? Also, das ist nicht wenig. Was gibt's Schönes? Thunfischpasta. So. Den stellen wir mal eben um. Boah, hier ist noch genug drin. Dann snack ich nebenbei und lass den ein bisschen Level ranholen. Schau mal. So. Dann snack ich eben kurz nebenbei, Leute. Während wir hier schön Level ranholen. Oh. Moment, ich muss doch das Dings. So. Jetzt passt's. Ist das geil. Guten, Dankeschön. Oh, da steigen die Level noch mal ordentlich.
Saskia sagte vorhin, auf dem Server ist gut was los. Wieso? Wie viele Leute waren online, Saskia? Leute! Alter! Und das um die Uhrzeit, das ist schon krass. Und man muss sagen, die Season läuft schon 3 Monate. Hol mir mal ganz kurz noch was zu trinken.